Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 18. Dezember 1959. Heute vor 60 Jahren wurde der deutsche Teilchenbeschleuniger DESY in Betrieb genommen. Tobias Nagorny. Es ist ein Szenario wie in einem James-Bond-Film. Mitten in Hamburg-Bahrenfeld wächst eine gigantische Großbaustelle und die rätselhaften technischen Apparate, die dort aufgestellt werden, haben furchteinflößende Ausmaße. Die Hamburger Behörden beruhigen die Bevölkerung. Es ist völlig sicher, dass die Bahrenfelder Anlage keinerlei Gefahren für die Bevölkerung bringen kann. Dieses unterirdische Monstrum hat auch einen Namen. DESY, also deutsches Elektronensynchrotron. Die Kosten sind exorbitant, 100 Millionen D-Mark, in den 1950er Jahren ein gigantisches Budget für Grundlagenforschung. Dazu DESY-Direktor Willibald Jenschke. Wir waren uns auch dessen bewusst, dass es wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein würde, das Geld aufzutreiben. Handelt es sich doch um ein Projekt, das um Größenordnungen teurer war, als das, was man gewohnt war, sonst in die Grundlagenforschung zu geben. DESY ist ein Teilchenbeschleuniger, mit dessen Bau Deutschland wieder auf der internationalen Forschungsbühne mitmischen will. Auf Augenhöhe mit den USA. Die Europäer versuchten dann gleichzuziehen mit dem Bau von CERN und dann kam der Bau von DESY. So der ehemalige DESY-Physiker Erich Lohrmann über den Ringtunnel, in dem in Zukunft Elektronen auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt und auf Zielscheiben geschossen werden sollen. Angetrieben von der großen Frage, woraus Materie eigentlich besteht. Der Journalist Ernst von Kuren formuliert dazu schöngeistig: Und vielleicht fragt der Laie nüchtern, ist das nötig? In Hamburg versucht sich menschlicher Scharfsinn und technische Intelligenz an einer Aufgabe allerhöchsten Rangs. Man will wissen, was, um es mit Goethe zu sagen, die Welt im Innersten zusammenhält. Anfang 1964 kreisen die ersten Elektronen im Hamburger Beschleunigerring. Die Forschungsergebnisse sind international konkurrenzfähig. Bald soll ein noch größerer Beschleuniger her. Mit Hera wird ein weiterer 6 Kilometer langer Beschleunigerring im Untergrund Hamburgs gebaut. Im November 1990 eröffnet Bundesforschungsminister Heinz Riesenhuber die Anlage. So, meine Damen und Herren, und dies ist der entscheidende Moment. Der Knopf, den ich hier drücke, lässt das Helium jetzt einströmen. Auf einen guten Start. Die Experimente mit Hera liefern solide Grundlagenforschung, doch die physikalische Weltsensation ist nicht dabei. Deshalb wurde der Betrieb von Hera 17 Jahre später eingestellt, doch DESY bleibt. Der Forschungsschwerpunkt in Hamburg hat sich mittlerweile von der Teilchenphysik zur Materialforschung und Molekularbiologie verschoben. Gegründet wurde das Forschungszentrum DESY in Hamburg, heute vor 60 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD-Audiothek-App.